eine sehr helle Einrichtung mit zwei kleinen Kindern ist nicht einfach. Ich bereue es trotzdem nicht. Ich finde es wunderschön, aber ich muss schon viel hinterher aufräumen. Mein Sofa reinige ich mindestens einmal die Woche mit einem Polsterreiniger, um Flecken vorzubeugen. Und ansonsten haben wir viele kleine Versteckmöglichkeiten, wo wir die Kinderspielsachen verstauen. Zum Beispiel unsere Kommode ist randvoll mit Spielsachen. Ich verstecke auch gerne mal das ein oder andere unterm Vorhang oder lege eine Decke über einen Spielzeugkorb. Dann fällt es im ersten Moment gar nicht auf, was da wirklich versteckt ist. Als Tipp, wie wir hier unser cleanes Design gut halten können, ist zum Beispiel dieses Sideboard. Das sieht von außen sehr clean aus und wenn man die Türen öffnet, findet sich hier unser ganzes Spielzeug von den Kindern, die bunten Farben, die abends einfach versteckt werden. Stauraum ist natürlich immer wichtig und eine Herausforderung in kleinen Wohnungen. Ich habe hier die Deckenhöhe ausgenutzt in der Wohnung, immer über den Türen verschiedene Regale angebracht, nochmal Boxen sich drauf befinden für mehr Stauraum oder zum Beispiel auch im Flur nochmal einen großen Spiegel angebracht, der für optisch einfach mehr Größe sorgt im Flur. Und hinter dem Spiegel sind nochmal verschiedene Fächer angebracht, wo man Schuhe verstauen kann. Da oben haben wir ein Bücherregal. Wir hatten viel mehr Bücher, haben aber vor dem Umzug viel aussortiert, weil wir nicht alles mit Regalen vollstellen wollten. Aber von Büchern trennt man sich sehr schwer und das sind unsere absoluten Schätze, die wir da oben in unserem Regal noch sammeln. Dran kommen wir nicht so leicht. Wir haben aber eine große Leiter, die wir aufbauen können, wenn wir etwas austauschen wollen. Neben dem Styling darf natürlich das Praktische auch nicht fehlen. Deshalb haben wir den Heizkörper neben dem Sofa ausgenutzt und haben Magnetregale angebracht. Die dienen nochmal als zusätzliche Ablagefläche und Hanna kann zum Beispiel Postkarten oder Bücher drauf verstauen. Hanna war ja auch Stauraum extrem wichtig und dieser Schrank hier ist ein echtes Platzwunder. Er ist aus Stahl und deshalb haften Magnete super dran. Wir haben hier zum Beispiel Haken angebracht. Dadurch kann man einen Jutebeutel oder sonstige Dinge super aufhängen und weiteren Stauraum schaffen. Außerdem kann man hier nochmal mit Postkarten oder anderen Dingen das Ganze von außen schön persönlich gestalten. Und wenn wir den Schrank jetzt öffnen, kann man sehen, dass der Schrank verschiedene Ebenen hat. Wir haben hier eine Ebene rausgenommen und den Staubsauger platziert. Und unten sieht man noch eine kleine Öffnung. Da könnt ihr eure Ladekabel durchstecken und man kann zum Beispiel elektronische Staubsauger laden oder andere Geräte. Hier auch wieder wichtig, Ordnung im Schrank zu bewahren. Wir haben hier wieder verschiedene Körbe und Boxen und auch durchsichtige Behälter. Und hier haben wir ein Labelgerät, auch ein guter Tipp von mir, um Dinge schnell und praktisch zu labeln. Mein Tipp für kleine Schlafzimmer ist es, wieder Stauraum zu schaffen, wo es nur geht. Ich habe mich hier für das Bett Cloud entschieden, weil das einfach ganz viel Ablagefläche unten drunter bietet. Und ich kann hier Wechselbettwäsche, Winterkleidung, alles Mögliche unterbringen, ohne dass es auffällt. Das finde ich einfach super. Und ich habe auch Nachttische gewählt, die besonders viel Stauraum bieten. Ich habe drei Fächer, in die ich alles Mögliche reinpacken kann. Ja, und das Bett. Ich liebe es. Es schläft sich wirklich wie auf Wolken. Und hier kommen wir in mein Schlafzimmer. Hier haben wir etwas ganz Besonderes, mein Klappbett. Und das gibt mir eigentlich einen dritten Raum und auch genügend Platz, um hier Yoga zu machen. Ich liebe es. Und hier wie im Flur hatten wir die Herausforderung, dass wir einen schmalen Schrank gebraucht haben. Und hier ein Tipp, die Kleider einfach so aufhängen, dann passen sie auch alle rein. Jetzt möchte ich euch gerne den Schlafbereich zeigen, aber bevor wir hochgehen, möchte ich euch hier einmal kurz die Treppe zeigen, unter der ich ganz viele Dinge verstaut habe, die ich so auch im Alltag brauche oder auch eben nicht, die ich dann später raushole. Aber das ist eine gute Möglichkeit, Sachen zu verstauen. Ich habe nur 3,5 Quadratmeter, muss man wirklich jeden Platz nutzen, den man kriegen kann. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, neben dem Waschbecken in einem Vorsprung einen kleinen Einbauschrank reinzumachen und eine zweite Decke über der Dusche zu ziehen, weil das ist nämlich sonst verschenkter Platz. Und da kann ich immer sehr gut so Winterdecken, Koffer etc. einlagern, also sprich Sachen, an die man einfach nicht jeden Tag muss. Hier sind wir im Erdgeschoss in unserem Flur. Ein absolutes Highlight ist unsere versteckte Garderobe, wo einfach alles seinen Platz findet und ja, gut aufgeräumt ist. Bei der Auswahl vom Bett haben wir uns auch umgeschaut, wo wir Stauraum reinbringen können. Hier verstecken sich
Kleidung, Spielsachen, alles, was man eben so braucht. Herausfordernd bei der Einrichtung der Wohnung war, dass hier viele Zierwände sind. Das heißt, man kann nicht so viel dranhängen. Eine andere Herausforderung bei der Wohnung oder bei der Einrichtung war, die hohen Decken auszunutzen und Stauraum zu schaffen, damit die Wohnung größer wirkt, als sie ist oder nicht kleiner wirkt, zumindest als sie ist. Und da habe ich dann auch bei der Küche die Wände ausgenutzt, habe neue Fronten dran gemacht, dass sie auch bis zur Decke gehen und man den Stauraum wirklich bis unter die Decke ausnutzen kann. Und alles, was da nicht reingepasst hat, ist dann mein Geschirr, meine Gläser. Das habe ich dann extra sozusagen in meiner Bar drin. Und deswegen hat alles seinen Platz, wo es hingehört. Und ich würde sagen, ich habe den Platz hier so gut wie es ging ausgenutzt. Vom Wohnzimmer ist man schon gleich in der Küche. Das ist für mich tatsächlich die erste Einbauküche meines Lebens. Vorher waren es immer nur so Module. Und uns war wichtig, dass das alles relativ clean aussieht, weil es eben direkt im Wohnzimmer ist und man von der Couch die ganze Zeit drauf schaut. Deswegen haben wir uns gegen offene Regale entschieden und für Hochschränke, die, wie ihr seht, auch wirklich riesig sind, wo alles Mögliche reinpasst. Und wir haben auch alle unsere Geräte hinter den Türen. Hier ist die Mikrowelle, hier ist der Backofen. Und hier an der Seite im Einbauschrank gibt es dann auch den Kühlschrank und Gefrierkombi, Kaffeemaschine. Wir haben alles, aber man sieht es nicht. Super praktisch im Haus ist bei uns der Wäscheschacht. Das erleichtert uns einiges im Alltag. Natürlich ist ihr tagsüber auch absolutes Chaos, aber bei uns herrscht die Regel, am Abend wird dann aufgeräumt. Da helfen die Jungs auch fleißig mit. Und ja, wenn der Abend beginnt, dann ist hier aufgeräumt.